Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Hypoallergenic Bell Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender besteht aus einer Marke, die wirklich sehr, sehr hautfreundlich sein soll. Und ich habe sie auch getestet. Dazu habe ich euch hier auch ein Schminki mal abgedreht. Hat mir wirklich gut gefallen. Also ich bin sehr, sehr überrascht davon. Ich trage heute auch einen Concealer von Bell Hypoallergenic. Also ich weiß nicht, sagt man Bell oder sagt man Hypoallergenic? Ich weiß es nicht. Der kostet ungefähr 35 Euro. Habe ich bei Rossmann im Onlineshop bestellt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Cool finde ich, dass wir hier wirklich so einen Boxen-Adventskalender haben. Erinnert mich auch ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen, an den von Essence letztes Jahr von der Art und Weise der Boxen, weil wir hier auch so angeschrägte Boxen und sowas drin haben. Wir haben hier dekorative Kosmetik drin, Leute. Deswegen ist das Ding super leicht und, wir öffnen ihn. Das Ganze verrutscht dann so ein bisschen, deswegen lege ich den tatsächlich besser mal vor mir hin und kann ihn dann nach und nach öffnen. Ich möchte die natürlich gerne weiterverwenden, deswegen hoffe ich immer darauf, dass die Boxen auch qualitativ in Ordnung sind. Als erstes haben wir schön Melting Moisture Lipstick und das ist die Farbe. Das ist so ein Rosenholzton, der hat aber irgendwie keine Farbbezeichnung drauf. Naja, aber das ist der auf jeden Fall. Ich finde den super schön, das ist eine ganz, ganz tolle, tragbare Farbe. In diesem Video wird es übrigens auch eine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt, wissen wir alle noch nicht, ist irgendwo in diesem Adventskalender drin. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Wir schauen uns zuallererst mal diesen Lippenstift an. Oh, wirklich sehr, sehr angenehm, feuchtigkeitsspendend und sehr schier. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe letztes Mal in meinem Video mal gefragt, ob ihr mitgezählt habt, wie oft ich sehr gesagt habe. Ich habe in einem Video 42 Mal sehr gesagt. Ich muss mir irgendwie so ein bisschen Alternativwörter dafür überlegen. Extrem gut. Cool wäre es halt auch wirklich, wenn wir da Produkte drin hätten, mit denen man theoretisch ein komplettes Schminkkram machen könnte. Ein komplettes Full Face ist doppelt gemoppelt, aber hält besser. Ein Full Face mit Schminken könnten, weil dann wäre das für diejenigen auch ganz nice, die halt noch nie vorher die Marke ausgetestet haben. Ne? Hier haben wir jetzt die Nummer 2. Okay, hier haben wir einen Blush drin. Das ist schön. Das ist ein Fresh Blush und zwar in der Farbe 04 Peachy Kiss. Ein pfirsichmäßiger Kuss ist das. Der gefällt mir von der Farbe her richtig gut. Gut, da sind nicht wirklich viel grammmäßig was drin. Das steht hier auch gar nicht drauf, wie viel da drin ist. Aber die Farbe gefällt mir so optisch schon mal ganz gut. Und ich glaube, heute werden wir ziemlich viel swatchen. Den Blush, den ich hatte in meinem Full Face, der war mir ein bisschen zu dezent. Der hier geht, ne? Der ist intensiver, definitiv. Der hat auch so einen Schimmer mit drin. Aber der sieht sehr gesund und sehr frisch aus. Peachy würde ich nicht sagen. Es ist eher Pinky Kiss, ne? Aber gut, jeder so wie er meint. Reste vom Swatch werden selbstverständlich an der Leggings abgeputzt. Also die Zahlen findet man relativ gut, würde ich sagen. Die 3 ist sehr, sehr leicht. Ich hoffe übrigens, dass wir hier nicht irgendwelche Füllprodukte drin haben. Hier haben wir den passenden, das finde ich gut, Lip Liner zu dem Lippenstift. Und zwar ist es der Longwear Lip Pencil in der Farbe 03. Guck mal. Da wird es angegeben und der wird dazu passen. Das finde ich toll. Das ist einer zum Hochdrehen, das finde ich schön. Und den swatche ich jetzt mal genau daneben, einfach um zu gucken, ob die Farbe passt. Also der ist ein bisschen wärmer, ein bisschen dunkler, aber es würde passen. Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, weil ich mir Lip Liner ja auch auf der ganzen Lippe auftrage und dann den Lippenstift drüber gebe. Deswegen, das wird schon harmonieren. Die 4 ist im mittleren Segment und die ist schön groß. Hier haben wir ein Eyeshadow-Set drin und zwar ist das Windblow, die Farbbezeichnung. Das ist ein sehr, sehr harmonisches Set, ein ein Dreier-Set mit zwei Mattentönen, also eine Setting-Farbe, eine Farbe für die Lidfalte, das ist die in der Mitte, und eine Highlight-Farbe, nee, das ist die an der Seite. Das finde ich cool. Und ich glaube, da ich ja schon 2, 3, 4 Lidschattenpaletten von Hypoallergenic habe, wird die in die Verlosung reinkommen. Der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5, haben wir hier. Das finde ich so cool. Wir haben hier ernsthaft einen Primer auch drin. Anti-Smog Primer. Und das sind 10 Gramm. Das ist ja geil. Hätte ich nicht gedacht, ne, dass wir sowas hier auch mit enthalten haben. Also ich habe einen Primer auch von Bell tatsächlich. Und das hier ist eine kleine
Größe davon. Also nicht der gleiche, aber so ein, ne, ähnlicher halt. Den können wir auch mal swatchen. Okay. Von der Textur her ist der eher so wie so ein Gel, ne? Man sieht den jetzt auch kaum auf meiner Hand, weil das halt ein Gel ist. Ich verreibe den, dann wird er sehr angenehm flüssig. Okay, und da sollte ich dann vor Umweltverschmutzung im Gesicht schützen. Ich glaube, Hypoallergenic ist generell auch parfümfrei, ne? Weiß ich jetzt nicht. Aber es riecht halt wirklich einfach wie so ein Gesichtsgel riecht, was nicht wirklich Parfümstoffe mit drin hat. Ja, und jetzt riecht es einfach nach meiner Hand. Ich weiß nicht, warum so eine komische Blume darauf abgebildet ist, ob da entsprechende Inhaltsstoffe drin sind. Aber wer isst schon seinen Primer? Okay, dann gehen wir mal zu der Nummer 6. Und die Nummer 6 ist Nikolaus. Ich bin mal gespannt, ob hier was Besonderes drin ist. Ich glaube, Jabel Hypoallergenic kommt aus Polen. Ich weiß nicht, inwiefern Polen so Wert auf Nikolaus oder so legt. Es ist so witzig, denn wir haben in so vielen Adventskalendern in der Nummer 6 irgendwie einen Eyeliner oder ein Kajal drin oder so. Hier auch. Das hier ist in der Farbe 06, hätte ich jetzt gesagt. Jo. Ein Longwear Eye Pencil. Das ist so ein Anthrazit. Jo. Ist ganz nice. Ist auch einer zum Rausdrehen und den packe ich auch in die Verlosung. Aber wir sind bei der Nummer 6 und wir haben bislang echt noch keine Doppelung oder sonst irgendwas gehabt. Also das finde ich schön, ne? Bei anderen Adventskalendern hätten wir jetzt schon 5 Lippenstifte. Auch die Nummer 7 ist genau in der Mitte. Oh, wie witzig. Ja, wir haben ein Füllprodukt in Anführungsstrichen drin, aber irgendwie auch nicht, weil es ein Tool ist und weil es passt. Und zwar ist es ein winzig kleiner Beauty-Schwamm. Oh, ist der nicht niedlich? Ich finde den süß. Doch, den mag ich. Mit dem kann ich mich gut anfreunden. Der ist super weich. Heidenai ist der weich. Der ist fast schon weicher als der originale Beauty Blender, ne? Krass. Den musst du fast nicht anfeuchten. Wobei das Anfeuchten macht man ja eigentlich hauptsächlich, damit der nicht so viel Produkt frisst, ne? Der hat hier einen Fussel drauf. Unfassbar. Ja, genau. Aber den finde ich toll. Den mag ich. Ja, ist nice. Die Nummer 8 haben wir hier. Okay, wir haben hier einen Lippenstift oder ein Lippenprodukt, aber es ist ein anderes Lippenprodukt. Das ist ein Fresh Matte Liquid Lipstick in der Farbe. Es steht hier nicht drauf, ne? Es ist wirklich traurig. Warum stehen die Farben nicht drauf? Hätte ich gerne euch mitgesagt, dass wenn ihr die Farbe geil findet, dass man die nachkaufen kann, aber es steht nicht drauf. Vielleicht finde ich die online irgendwo, muss ich mal gucken. Aber auch das ist wieder so ein schöner Move-Ton. Also in der Kamera kommt er rötlicher rüber, als er ist. Also in der Realität ist er doch etwas kühler. Den packe ich euch aber auch mit in die Verlosung. Würde eigentlich auch sehr, sehr gut zum Lip Liner passen. Aber ich mag nicht gerne matte Liquid Lipsticks, weil die meine Lippen zu sehr austrocknen. Das funktioniert bei mir leider nicht. Die Nummer 9 befindet sich auch in der Mitte und sie ist hier. Yay, wir haben hier einen Nagellack drin. Passend natürlich, Leute, es ist Weihnachten. Es darf in diesem Adventskalender gerne ein rotes und ein goldenes Produkt drin sein. Das ist immer so meine Einstellung zu Adventskalendern, weil ich mir einfach denke, es gehört einfach dazu. Es ist ein Adventskalender. Wir bereiten uns so auf Weihnachten vor und das Ganze, alles ist irgendwie rot und gold. Wir dekorieren bei uns auch viel in rot und gold. Wie dekoriert ihr? Welche Farben? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Hier haben wir einen Nagellack drin. Ne? Finde ich gut tatsächlich. Und das ist... Steht hier eine Farbe drauf? Hier steht keine Farbe drauf. Ich würde es euch so gern sagen. Aber es scheint halt so ein richtiges Weinrot zu sein. Also nicht dunkel, also nee, Kirschrot, komm. Es ist ein Kirschrot. Es ist eine schöne Farbe, definitiv. Gefällt mir auf jeden Fall. Nagellacke von Hypoallergenic habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich bin gespannt, ob wir hier noch andere Farben drin haben. Zweistellige Bereiche. Ja, genau. Wir kommen in den zweistelligen Bereich und haben hier die Nummer 10. Ein Concealer. Nude and Moist Make-up. Auch hier steht keine Farbe bei. Warum nicht? Naja, das ist ein Concealer offensichtlich, oder? Oder? Hypoallergenes, feuchtigkeitsspendendes und pflegendes Make-up. Nee. Ist es jetzt ein Concealer oder ist es eine Foundation? Hier steht ein Make-up drauf. Und mit Make-up meint ihr ja oft auch einfach Foundation, ne? Fluid. Nee, das ist eine Foundation-Probe, Leute. Wir haben in einem Adventskalender eine Foundation drin. Ist das meine Farbe? Könnte vielleicht sein, ne? Komm, wir swatchen es. Ich hätte ernsthaft gedacht, das wäre ein Concealer. Aber gut, ich habe hier Primer aufgetragen, da kann ich das drüber geben. Nee, das ist auch super flüssig. Das ist ja interessant. Haben die hier wirklich ein komplettes... Das finde ich schön. Ich verreibe das mal so ein bisschen. Ey, das ist...
Es ist eine Foundation und die Farbe passt, weil man sieht sie nicht. Scharf, oder? Ihr seht sie nicht und das heißt, es passt. Oder die Deckkraft ist super leicht, man weiß es nicht. Ich mache daneben mal einen Swatch, einfach von dem Produkt an sich. Jetzt einfach mal unausgeblendet. So schaut das dann aus. Aber es geht gut ab, also das gefällt mir voll gerade. Also, dass man in einem, ja, es ist schwierig tatsächlich, ja. In einem Adventskalender Foundation reinzumachen, ist schwierig und es wird auch ein bisschen dunkler auf meiner Hand. Also müssen wir mal gucken. Aber dass sie das machen, finde ich gut, weil dann du kannst ja wirklich das ganze Sortiment testen, ne? Geilomat. 35 Euro, da komme ich auch mit klar. Ist cool. Schön, 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 schön. Dann gehen wir mal zur ersten Schnapszahl. Das wäre die Nummer 11. Das ist genau auf der gegenüberliegenden Seite und sie ist sehr leicht. Wir haben hier einen Longwear Lip Pencil wieder und das ist die Farbe 06. Das ist dieser hier und den gebe ich euch mal mit in die Verlosung. Das ist jetzt der zweite Lip Liner, aber ich glaube, der ist extra eben für den Liquid Lipstick gemacht und deswegen kommt er bei euch mit rein. So, auch die Halbzeit ist bei mir immer so eine Sache. Wir haben die Hälfte vom Adventskalender erreicht, das ist die Hälfte von der Adventszeit um und deswegen darf die auch ein bisschen besonders sein. Ja, theoretisch. Und praktisch wissen die Adventskalenderpacker nicht, was Claudi sich dabei dacht, wenn sie den auspackt, was sie sich dabei denkt. Ach, schön. Liquid Eye Concealer. Wir haben hier auch wirklich einen Concealer drin, Leute. Ich finde das richtig, richtig gut. Das macht nicht jede Marke. Andere Marken, die halt, also wirklich Schminkmarken, packen da 20 Lippenstifte rein und 4 Base-Produkte vielleicht. Wenn du Glück hast, ist da noch eine Mascara oder so mit bei. Den will ich mir auch angucken. Ne? Concealer. Okay. Sieht auf jeden Fall wirklich gut aus. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren, Leute. Das machen wir auch zusammen. Ne? Das werden wir mal in einem Schminki machen. Schöne cremige Konsistenz. Und ja, er ist heller als die Foundation. Und er ist auch deckender. Sieht man jetzt nicht so gut. Das ist jetzt hier das Äußere. Und hier ist halt nur die Foundation, ne? Ja, und dadurch, dass man das halt jetzt nicht so exzessiv sieht auf meiner Hand, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die das machen. Also Base-Produkte reinpacken, ne? Also es könnte sich zu einem ultimativen Make-up-Adventskalender entwickeln, wenn wir wirklich jetzt von jedem Gedünsen, was wir drin haben. Weiter geht's mit Nummer 13. Ich finde es super spannend. Also das ist ein Adventskalender, der mir gerade Spaß macht. Hier haben wir ein Longwear Eye Pencil und das dürfte, ja, die Farbe 01, ne? Das ist einfach schwarz. Das finde ich auch ganz schön. Sehr klassisch. Jetzt gucken wir uns mal die Nummer 14 an. Natürlich eine Mascara. Amazing Lash Mascara. Richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob das eine Full Size ist. Ne, das kann ich jetzt hier so nicht abschätzen. Aber wir haben hier 6 Gramm drin. Und ich finde das enorm gut, dass wir hier tatsächlich eine Mascara drin haben. Das ist hier wirklich fast die ganzen Produkte fürs Full Face. Und wir sind schon bei der 14. Also erst bei der 14. Wir haben noch 10 Tage, also 10 Boxen vor uns, ne? Also, ich habe ein Haar im Auge. Ultimativ 15. Der macht Spaß. Also, wenn ich jetzt jemand wäre, der den Adventskalender geschenkt bekommen würde, würde ich mich freuen. Das würde mir Spaß machen, Leute. Just Free Skin Color Balance Primer. Okay, also wir haben den zweiten Primer drin. Interessant. Camouflages, also der deckt Imperfektionen ab, Rötungen und Irritationen. Und hier sind drin 10 Gramm. Dieser hier. Das finde ich auch interessant, ne? Also der deckt dann schon mal vorab so ein bisschen was ab, bevor du die Foundation aufträgst. Das ist geil. Just Free Skin. Einfach freie Haut heißt das. Color Balance Primer. Cool. Den packe ich euch auch mal in die Verlosung mit rein, weil ich habe von Hypoallergenics Bell tatsächlich schon einen Color Correcting Primer. Der ist grün. Und ich glaube, der ist sehr, sehr ähnlich. Aber sowas mal im Adventskalender, Leute, ne? Das ist 16. In der Mitte, groß, da ist nicht viel drin. Sehr, sehr leicht. Ist vielleicht ein Lidschattenapplikator drin. Nein, oh Mann, ich will das nicht. Jetzt habe ich mich schon so gefreut, dass hier auch kein Füllmaterial ist und was drin ist. Was packen die hier rein? Tada! Ich meine, ich trage sowas, ja, aber ich habe mittlerweile ein Telefonkabel, Haargummi, Overload hier. Extrem. Ich meine, nicht jeder packt so viele Adventskalender aus. Safe, ist mir schon klar. Ey, ich habe hier echt angefangen, euch in den höchsten Tönen zu loben und dann packt ihr hier sowas rein.
Frech, wirklich frech. Einerseits witzig, also vielleicht haben die es ja auch aus Spaß gemacht, man weiß es nicht. Also ich verstehe den Humor von Hypoallergenic Bell jetzt nicht so unbedingt, muss ich gestehen. Aber, okay, wir gehen zu Nummer 17. Das ist eine Woche vor Weihnachten. Die Weihnachtswoche fängt an. Wenn hier noch ein Scrunchie drin ist, Leute, ne? Geht hier aber gleich die Post ab. Okay, ich krieg das Boxending nicht auf. So, wir haben hier einen Stift drin. Das ist ein Precise Brow Pencil in der Farbe 02. Das ist dieser hier. Das ist einer zum Hochdrehen. Ich glaube nicht, dass es einer ist, der... Nee, der hat keinen Spoolie dran, ne? Hat der einen Anspitzer dran? Nee. Halt so ein Medium-Braun, würde ich sagen, ne? Ja, tatsächlich. Oder ein bisschen aschiger auch. Also der könnte bei mir tatsächlich funktionieren. Ich weiß gerade nur nicht, ob der Augenbrauenstift, den ich mir fürs Fullface geholt habe, sogar der gleiche sein könnte. Aber ey, wir haben hier sogar ein Augenbrauenprodukt drin. Ja gut, ich meine, man braucht theoretisch, wenn man lange Haare hat, auch, ne? Und wenn man sich dann schminkt, dann braucht man auch irgendwas, um die Haare nach hinten zu machen. Aber das ist... Ah ja, das ist so eine Sache für sich. Okay, die Nummer 18. Auch super leicht. Also die Klassiker haben sie mitgenommen, ne? Eine Mini-Nagelfeile haben wir auch noch mit bei. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt zum Ende hin, was passiert hier gerade? Da denken sie sich, naja, wir haben das Fullface jetzt schon so weit voll. Weitestgehend, dann müssen wir ja noch so ein bisschen gucken. Da ist irgendwas ganz Leichtes drin. Jetzt wird es aber gerade unschön. Huch, wirklich unschön, denn wir haben hier ein Puffelding drin. Ja. Das sind halt die Dinger, die man, wenn man so Sachen kauft, Puderdinger, loses Puder zum Beispiel, die oben drauf sind, damit das Puder dann, also die lasse ich drauf, damit das Puder nicht irgendwie in alle 5 Milliarden Richtungen versprüht wird, sondern an Ort und Stelle bleibt, ne? Aber das dann im Adventskalender, ich weiß ja nicht, das muss nicht unbedingt sein, ne? Die Nummer 20, wir sind jetzt im 20er Bereich. Oh, ich hatte mich gerade ein bisschen verschluckt. Musste kurz mal pausieren. Da haben wir einen weiteren Nagellack drin, aber die Farbe ist schon sehr, sehr schön. Das ist so ein Altrosa. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Eine tolle Farbe. Und ja, schön, dass da mit drin ist. Ach, Entschuldigung, ich habe mich gerade voll verschluckt. Huh. Ja. Ich habe den Faden verloren. Es ist cool, dass jetzt endlich wieder normale Produkte drin sind, so kann man sagen. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu viel aufgeregt gerade, ne? Dass ich mich da volle Elle an mir selber verschluckt habe quasi. So, 21. Uns fehlt tatsächlich noch ein Puder und ein Bronzer eigentlich, um das Fullface komplett zu machen. Die Nummer 21 haben wir jetzt hier. Und gucken wir mal, wir haben hier auch ein Puderprodukt drin. Das ist das Fresh Matte Pocket Powder und das ist in der Farbe 03 Natural Beige. Ja... Könnte aber passen. Also, ne, es ist halt ein... Ich glaube, die haben ja... Ich sehe ja auch keine Mengenangaben. Das ist ein bisschen schade. Es wird schwierig, dann die Preise auszurechnen. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Hier haben wir dann tatsächlich das Puder. Das letzte, was ich hatte, war leider ein Highlighter. Und ich habe es mir erst Fullface aufgegeben. War ein kleiner Fail. Ja, genau. Das ist aber ein mattes Puder. Das funktioniert dann. Und das gibt man sich dann hier so über die Foundation. Ach, guck mal. Das funktioniert gut. Ja, komm. Das funktioniert gut. Übrigens hat die Foundation schon so ein bisschen nachgedunkelt, oder? Sieht so aus. Ah, ich muss mal gucken. Und die zweite und letzte Schnapszahl ist die Nummer 22 und die ist ganz schön schwer. Ist da ein Pinsel drin? So ein Pocket-Pinsel, das finde ich cool. Wenn die hier einfach mal so einen Pinsel reinpacken würden. Hä? 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 Ja, geil. Ah, die Haare gehen ein bisschen ab. Die muss ich hier mal kurz abzuppeln. Die Qualität ist interessant. Aber es ist so ein Reisepinsel. Guck mal. Und den kannst du wieder zumachen und wieder aufmachen. Wieder zumachen und wieder aufmachen. Die Qualität, ja, lässt zu wünschen übrig, ne? Also da steht schon einiges ab und einige Haare haben sich auch schon gelöst. Aber das ist mal eine gute Idee. Die Nummer 23 haben wir jetzt hier an der Seite. Die ist sehr leicht wieder. Hört sich nach einem Invisibobel an. Hä? Nein, oh nö. Oh nö. Wisst ihr, was es ist? Das ist so ein Ding, das machst du nass und dann wird da ein Tuch draus. Kannst du dich mit abschminken? Kannst aber auch sein lassen, ne?
Why? So, uns fehlt nach wie vor ein Bronzer, Leute. Haben wir den vielleicht in der Nummer 24? Und habe ich irgendein anderes Produkt vergessen, was wir... Ein Highlighter! Uns fehlt noch ein Bronzer und ein Highlighter. Mal gucken, ob wir ein Highlight in der Nummer 24 haben. Man weiß es nicht. Schön, den habe ich, der ist toll. Fresh Bronze Powder, das ist in der Farbe 02 Medium Bronze. Das ist ein Bronzer. Yay! Wir haben zwar keinen Highlighter, aber wir haben den Bronzer drin. Und Leute, mit diesem Adventskalender kann man tatsächlich ein Full Face schminken. Abgesehen vom Highlighter, aber da könnte man theoretisch von dem Lidschatten einfach das Highlight nehmen. Ich finde es voll geil. Wirklich. Wir haben tatsächlich einige Füllprodukte hier drin, die mich ein bisschen unstimmig gemacht haben. Die meine Stimmung getrübt haben. Ich weiß es nicht. Welche Produkte ihr gewinnen könnt, das sind ja die, die da vorne liegen. Die habe ich euch ja eben im Video auch schon gezeigt. Genau, da muss ich die nicht nochmal zeigen, finde ich. Der Adventskalender lohnt sich schon. 35 Euro gibt man dafür aus. Natürlich haben wir dann die kleinen Größen von den Produkten hauptsächlich hier drin. Und einiges an Füllmaterial, was die hier reingeknallt haben. Bis zum geht nicht mehr. Also ich weiß nicht, was die sich da zum Ende überlegt haben. Aber ich glaube, die hatten echt einen Wodka zu viel. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall finde ich den Adventskalender eigentlich ganz gut und ich würde ihn empfehlen tatsächlich. Und ich würde sagen, das ist mit der beste Kosmetik- oder dekorative Kosmetik-Adventskalender, den ich hier bislang ausgepackt habe, weil du hast hier alles drin. Wirklich, wirklich gut. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!